Da sind wir schon in meiner alten Straße. Hier habe ich gewohnt, 8 Jahre. Und zwar kann ich euch zeigen, auf Netflix gibt es da einen Film, Handschuh. Der goldene Handschuh. Mhm. Mit dem Honka, der hier, die Weiber alle umgelegt hat und zerstückelt hat. Ja, und oben da gebunkert hat bei sich. Ja. In goldenen Handschuh. Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Ich zeige euch mal, wo ich gewohnt habe. Genau die Wohnung zeige ich euch. 8 Jahre lang habe ich da gewohnt. Hast du da auch deine ersten aufblasbare Gummipuppe geholt? Das war meine Wohnung gewesen. 8 Jahre lang habe ich da gelebt. Hier unten der goldene Handschuh. Also vor Corona hat der seit dem Krieg noch nie zugehabt. Über 50 Jahre oder so. Also bis Corona und der Elbschlusskeller. Ja, das ist natürlich der Kult-Ding. Das waren die zwei Läden, die hatten noch nie geschlossen, müsst ihr euch mal vorstellen. Als allererstes weise ich euch mal natürlich auf meinen Sponsor hin. GN, Gangster Nutrition. Genetics, Nutrition and so on. Nee, was ich euch eigentlich zeigen wollte ist, wie man 10 Kapseln ERAs mit einem Schluck runterkriegt. Das sind 3. Das sind 5. Das sind 7. Das sind 10. So, 10 Stück. Nee. Mit einem Schluck, okay? Ey, geil, oder? Das ist schon imposant. Gib doch mal den Deckel her. Können wir jetzt endlich mein Video anfangen? Willkommen zu Teil 2 Q&A. Wir lassen rocken mit ERAs. Antworten wir auf eure gestellten Fragen. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Ich habe vorher in Pinneberg gewohnt bei einer Freundin und habe mir einen Führerschein verloren. Ich habe ja hier im Sportstudio Olympic dann trainiert. Aus irgendwelchen dubiosen Gründen hatte ich 33 Punkte auf einmal. 33? Total verrückt. Auf alle Fälle, das war dann die Zeit, wo ich dann 3 Stunden am Tag S-Bahn gefahren bin. Von Pinneberg ins Olympic, wieder zurück und abends nochmal dieselbe Tour, um zweimal trainieren gehen zu können. Und meine damalige Freundin hat hier auch irgendwo gearbeitet, keine Ahnung. Also meine Freundin, die ich hatte, die hat immer hier irgendwo gearbeitet. Als Barfrau oder Tänzerin oder lasst euer Fantasie freien Lauf. Jedenfalls war mir das dann alles zu weit weg. Und da habe ich im Sportstudio, wie es im Bodybuilding meistens so ist, lernt man ja irgendjemand kennen. Der kennt wieder jemand und der kannte den Hausbesitzer von hier. So bin ich hier auf die Reeperbahn gekommen halt. Ne? Wirkt sich Posing gut auf die Muskelqualität aus? Definitiv, auf jeden Fall. Gerade durchs Posing und durchs Line-Up-Stehen üben entwickelt sich natürlich in der Wettkampfvorbereitung eine extreme Muskelqualität. Dadurch, dass der Muskel immer wieder geflext wird, kontrahiert wird, meistens macht man das ja nach einem Training oder in einer zusätzlichen Einheit, wo der Körper eh schon gefordert wurde. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, übt, 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 hängt eine Stunde, wenn halbe Stunde, Stunde am Tag mit ran. Das gehört aber auch täglich dazu, wie auch das Training. Ne? Also man ja, für muss dich, weil du so gelernt hast, Katja. Aber sonst hättest du das vielleicht auch. Ja, aber es ist auch der eigene Anspruch, ne? Der eigene Anspruch, das gut zu machen, der eigene Anspruch, viele sehen das anders. Zu verbessern. Aber viele sehen ja auch sowieso was ganz anderes, wenn sie in den Spiegel gucken. Die sehen ja da Monster Heroes, wo du denkst, hä, Digga, bist du noch 12 Wochen vom Wettkampf und der erzählt, der geht nächste Woche auf die Bühne. Ne? Also diese Wahrnehmung, deswegen rate ich euch auch immer, nehmt euch einen vernünftigen Coach, der das aus neutraler Sicht betrachtet, weil man, ich kenne es selber aus eigener Erfahrung, man verliert den realistischen Blick zum Schluss für seinen eigenen Körper. Ich habe mich immer viel zu klein gesehen, viel zu dünn, obwohl ich noch 130 Kilo hatte oder noch mehr. Und
mein Coach hat gesagt, Heiko, wenn das Wasser raus ist, wenn du dann, sagen wir mal, mit 125 stehst oder so, mit 125 Kilo ist man einfach nicht dünn. Da habe ich mir, ja, eigentlich hat er recht, aber visuell habe ich was komplett anderes wahrgenommen. Und so gibt es natürlich auch das Gegenbeispiel, dass Leute sich extrem gut sehen, die noch Lichtjahre von irgendeiner Bühnenform weg sind. Also in der Theorie ist alles genau richtig, was du sagst, auch in der Praxis. Ich selber muss mir allerdings eingestehen, ich war ja nie von Grund auf der, der immer sagt, ich will auf die Bühne. Ich wurde irgendwann mal ein bisschen damals mit dem Code dazu gedrängt. Ich habe gar keinen Bezug zum Posing oder so vorher gehabt. Ich hab einfach nur Bock auf das wilde Training gehabt. Ich hatte Bock, um mich zu formen. Aber ich habe nie vorm Spiegel sehr viel rumgehen. Natürlich hat man sich mal den Pump genossen vorm Dings. Aber es ist nie, dass ich das so, diesen Unterschied mit Posing habe ich ja erst eigentlich ab dann gemerkt. So, ne, das ist auch nochmal viel besser, das Ansteuern von Muskulatur. Gibt's von dir im Internet irgendwas, wo man das mal sehen kann? So die User, das eine Kür oder irgendwas? Oder? Ja, meine Kür, die findet man bei YouTube, ich glaube auch bei, also, bei Instagram. Bei Instagram ist hier, glaube ich, auch so an. Ne? Weil, wie gesagt, der Björn, der hat das, fand ich, alles recht gut umgesetzt. Und wen das interessiert, dann gehen wir auf den YouTube von... Ich glaube, bei YouTube kann man es so, wenn man unter meinem normalen Namen das googelt, oder wie gesagt, aber bei Instagram sieht man das auch, bei den IGTVs ist, glaube ich, auch eine Kür mit drauf. 98 hatte mich ja mein Freund Jean-Pierre Fuchs, ein Riesentier damals gewesen, der sah aus wie mit Fleisch beworfen. Das war echt, also einer der massivsten Profis, die wir damals überhaupt hatten. Dann habe ich ihn bei mir wohnen lassen dementsprechend, und meine Frau, meine damalige Freundin, die hat uns dann auch bekocht und gemacht und getan. Und der fand das so spannend, der stand da auf dem Balkon, hat gesagt, hier braucht man gar kein Fernsehen, hier ist, das ist ja hier Highlife pur. Weil überall aus den Kneipen früh um 10 kamen ja die ganzen Schnapsleichen, Feierleichen raus. Splitternackte Frauen mit blau geschlagenen Augen und ohne Zähne sind hier rumgerannt und haben hier rumkrakeelt. Das war halt, das hat St. Pauli ausgemacht. Das war hier total schräg. Andere denken, sowas gibt's nur im Film. Nee, das war hier wirklich jeden Tag live. In den 8 Jahren habe ich mir gesagt, wo hier gelebt hat, Heiko, der Sport, der muss dich hier rausholen. Weil wenn du hier bleibst, hast du verloren, dann sitzt du irgendwann selber auf der Straße. Und das war mal so mein Ansporn gewesen, dass ich über den Sport, dass ich Profi wäre, dass ich mich entwickle, dass mich der Sport wirklich rausholt. Dann war es ja auch so gewesen, 2000 hatte ich ja dann meine Pro-Card bekommen. Dann bin ich nach Berlin rübergegangen, auch wegen Trainerwechsel, und bin dann ja von Berlin Amiland immer geswitcht. Und da hat man halt dann auch so geile Leute wie Björn kennengelernt, bin ich auch, wie gesagt, dem Leben da richtig dankbar, ist ein sehr guter Freund. Wie gesagt, wir haben ja hier so mehr oder weniger dasselbe zu Hause. Wir haben ja mit denselben Problemen zu tun, weil es ja nicht nur das drüben auf der anderen Straßenseite die Frauen und wir die Probleme mit den Leuten hier hatten. Hier noch so ein paar Prostituierte stehen und Palettchen hier, Palettchen da und dies. Für die ist das ja alles so toll. Die sehen aber nicht den Background, der dahinter ist, um das alles am Laufen zu halten. Ich zeige euch noch mal kurz, wo ich meine ersten YouTube-Videos für euch abgedreht habe. So Leute, dann haben wir hier die Rotlichtkneipe. Das war dann so meine Zentrale gewesen. Hier habe ich dann drin abgehangen, weil ich bin ja nur nicht die ganze Zeit rumgelatscht. Da haben die Jungs drin sich getroffen, gefeiert, gemacht, getan. Von hier aus hat man das dann alles gut kontrollieren können, beziehungsweise man war schnell an den jeweiligen Brennpunkten, wenn es Theater gab. Hat man ja teilweise dann schon gehört. Das war ja dann relativ lautstark und dann wusste man schon, wann man wohin zu gehen hat und was zu klären hat. Was machst du hauptberuflich? Ich bin Influencer, YouTuber, Instagrammer. Also und, arbeitslos. Und Dienstleister, hatte ich schon mal gesagt. Ich bin Dienstleister aller Art. Aller? Naja, nicht aller Art. Das ist ja allerhand. Man kann meine Dienste für eine gewisse Endsumme in Anspruch nehmen, um Sachen zu erledigen. So, lassen wir es einfach mal so stehen. Dienstleister. Du bist Coach. Ich bin Coach. Ich bin ja Coach, Alter. Coach. Er ist bin Coach. Ich. Hier sieht man ja, ne? Ein bisschen funktioniert das auch. Der da drüben, der muss immer im Beutel kommen, dann kriegt er auch Muskeln, aber so lange wird das nichts. Na da. Was, können wir mal die Frage zurückgeben an dich vielleicht?
weitergeben. Ich bin Bartmodel. Ja. Für Bäder, was für Bäder? Mhm. Ich bin der immer. Musst du da Brunnen planschen? Nee, ich schrubb den Rand. Mit, so ich schrubb immer den Rand mit dem Chlor. Katja, nicht übertreiben hier, Fräulein. Nicht hier in den Lager rüberschlagen. Ja. Komm auf die gute Seite. Adidas ist auch noch zu erwähnen. Oh ja, auf jeden Fall. Dann ist hier Ausnahmezustand. Im Sommer ist das, im Juli ist das meistens. Dann ist die komplette Reeperbahn dicht mit Motorrädern, aber wirklich dicht. Was natürlich geil ist, immer zu beobachten bei den Adidas, sind ja nur coole Typen unterwegs. Ne? Wenn die hier alle so sind und quatschen und alles super nette Typen, denkst du, ey, geile. Sobald die auf dem Motorrad sitzen, werden die zu Terminator. Auf Staatsgesicht sehen die auf einmal ganz anders aus, alle. Sie gucken alle, als ob sie gleich 5 Knarren in der Hosentasche haben. Ja, vielleicht bin ich selber zu kurz Ende gefahren. Dann übe ich das mal zu Hause. Ja. So beim Aufsetzen grimmiges Gesicht ziehen und schon so komplett verändern, so wie Transformers. Dann wirst du auf jeden Fall zum Rocker, ja, zum Biker. Da ist die Rutsche, und da gegenüber, da habe ich gearbeitet. Ja. Das ist auch so eine Partymeile gewesen, ja, Friedrichstraße, werden auch viele von euch kennen. Ja, ist schon irgendwie bedrückend, wenn man sieht, wenn das hier, ja. Gut, tagsüber ist ja eh St. Pauli hässlich, das einzige Schöne an St. Pauli ist tagsüber, das bin ich, finde ich. Und ja, Björn, ja. Naja, ja, doch, doch, ne? Für St. Pauli reicht's. Ja. Lass mal weiter runterlatschen, würde ich sagen, wieder zum Kiez. Ja, lass uns. Und hier in der Straße, jetzt das Kopfsteinpflaster hat so viele Gesichter gesehen. Das ist schon jetzt richtig geknallt. Heiko, was vermisst du aus deiner aktiven Zeit am meisten? Die dicken Muskeln. Naja, gut, vielleicht noch mehr. Das Reisen. Das Reisen, die Wettkämpfe, oder? Die Vorbereitung. Wie gesagt, mich graut der Gedanke, dass ich jetzt mich vorbereiten müsste auf irgendwas zu dieser Zeit gerade, die wir haben. Aber wie gesagt, ich vermisse das schon, dieses abartige Training, diese Studioatmosphäre. Damals hatten wir ja noch nicht so die Fitness-Discounter, da gab es das alles noch nicht. Ich bin ja nur bei Klaus Maibaum im Gym groß geworden, oder denn in Berlin habe ich auch in privaten Studios trainiert. Das war ein anderes Flair. Ich könnte zum Beispiel nie in einem Home-Gym trainieren. Nein, also ich würde komplett wahrscheinlich mit Bodybuilding aufhören, wenn ich mir sowas zulegen müsste. Ja. Ich konnte das damals schon nicht, habe das auch nie verstanden, weil ich brauche die Studioatmosphäre. So, ich habe da hohen Respekt vor, ne? Dass Leute ja, gerade in so einer Zeit es schaffen, sich da auch zu motivieren und da wirklich tagtäglich dann ihr Training absolvieren. Ja, aber die Leistung. Und da echt alles geben, ne? Die Leistung spricht ja für sich. Du kannst halt nicht alles abrufen. Das geht nun mal nicht. Ne? Wenn du mal so ein bisschen hier, ein bisschen da, denn dort eng, fühlst du dich nicht wirklich wohl. Du musst dich ja an deinem Arbeitsplatz auch wohlfühlen, und das Gym habe ich ja mal als meinen Arbeitsplatz gesehen, ja. Und die 2 Stunden Training da oder was ich hatte, das war meine Arbeitszeit, da wollte ich auch nicht gestört werden, weil ich in meinem Job gut sein wollte. Und so dieses ganze Feeling halt. So, meine lieben Schäfchen, hier ist die berühmte Esso-Tankstelle, Deutschlands bekannteste Tankstelle. Hier trifft sich der St. Paulianer. Hier treffen sich der Bankangestellte, die Prostituierten, das ist schon abgefahren hier, wer sich hier alles tummelt abends. Das Tolle ist, hier kann man 24 Stunden einkaufen und man kann sich hier auch kennenlernen, ganz nebenbei, das ist locker flockig. Die Esso-Tankstelle gehört ganz einfach zu St. Pauli dazu. Ja, und hier, was da jetzt das große Loch, was da mittlerweile ist, das war die legendäre Esso-Tankstelle hier früher. Ich glaube, die gibt es auf YouTube noch oder so. Das war wirklich eine Serie. Gab es viele Dokus drüber, genau. Im Fernsehen. Reportagen darüber, das war die Kult-Tankstelle Deutschlands Nummer 1. Ja.
Das würde das Drehbuch sogar selbst die RTL-Menschen noch neidisch machen. Also. Das war wirklich schade, wo das abgerissen wurde, weil das war wirklich ein Stück St. Pauli und überhaupt Geschichte, St. Pauli-Geschichte. Hier hat sich alles getroffen. Der Nachtjob, der hat funktioniert. Die Tanke, da waren immer die ganzen Altluden, die haben ihre Autos da waschen lassen. Also das war wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt gewesen, das Ding. Rund 500 Meter von den Zapfsäulen entfernt befindet sich Hamburgs ältestes Striplokal. Susis Showbar, benannt nach der Clubchefin. Mitten in der Nacht stattet die Patronin der Tankstelle einen Besuch ab und bringt einige durstige Mitarbeiterinnen mit. Doch die Truppe ist nicht nur zum Vergnügen da. Ja, aber wir haben ein bisschen Sekt kaufen müssen und uns ist der Wodka ausgegangen. Und die Mädels haben gerade Pause und wollen einen kleinen Sekt trinken. Hier ist übrigens das Pearls, eines der besten Table-Dance-Läden hier auf St. Pauli. Gehört auch einem guten Freund von mir. Da kann man schön chillen. Und wie gesagt, das ist auch der Bereich, wo bei den Harley-Days alles voller Motorräder steht, Reeperbahn auf und runter. Und selbst wenn nicht ist, wenn Wochenende ist, hier so viel Betrieb, dass du hier wirklich kaum treten kannst. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wenn man das so tagsüber sieht. Aber es ist halt so, ja. Also, wir sind gerade in der geschichtsträchtigen Ritze von St. Pauli. Ist, glaube ich, noch einer der wenigen oder der einzigste Originalladen. Der Betreiber ist mein Freund Ken. Ihr seht, macht da auch Sport. Ken macht den Laden richtig gut, ja. In dem berüchtigten Sportkeller, den Keller der Ritze. Hier hat alles, was Rang und Namen hat, hat hier schon trainiert, geboxt, war hier unten. Muhammad Ali war hier. Ihr Pfeifen wart noch nicht mal hier, aber Muhammad Ali aus den Staaten war schon hier. So, dann hat sich Stefan Henschel, der die Kiezklasse verteilt hat, hat sich hier weggehangen an dem Haken. Die Klitschkos haben hier trainiert. Die wird ja nun jeder kennen. Die Klitschkos 5 Jahre hier trainiert. Der Wladimir hat Vitali hat nach seiner Karriere hier noch alleine trainiert. 1 Jahr lang durfte keiner hier reinkommen, hat dafür sich alleine hier trainiert. Tyson war hier, Muhammad Ali war hier. Es waren ja wirklich alle schon hier trainiert.